Halleluja. Halleluja. So, Heiliger Geist. Halleluja. Vater, es ist für mich jetzt eine große Ehre, wirklich, wirklich auch so Vorläufer zu Wort kommen zu lassen, die tief in meinem Geist etwas freigesetzt haben. Und ich danke dir für das Leben von John G. Lake, der, obwohl er gestorben ist, immer noch diesen Geist, dieses Leben, was du in ihm modelliert hast, freisetzt über die Jahrhunderte. Und wir beten auch für unser Leben. Vater, es ist weit über unsere Erdenzeit, was freisetzt. Vater, nimm unser Leben in deine Hand als eine Waffe. Es geht nicht nur zur Erdenzeit. Manche haben es auf Erden nicht erlebt, aber nach ihrer Erdenzeit ist plötzlich sind Dinge freigesetzt worden und Ernte ist hervorgekommen durch unser Leben. Und so geben wir dir auch unser Leben hin, Heiliger Geist, als eine Saat in unsere Nation und in die Nationen. Herr, ich setze es nochmal frei, dass Deutschland und auch Deutsche, es sind auch verschiedene Nationen da, das ist wunderbar, von Nigeria, von Weißrussland, Leute, die hier wohnen und noch andere Nationen. Herr, das wird dir gehören. Sei du der beste Freund von uns. Ist auch gar nicht schlecht, so eine fette Flasche. Komm, Heiliger Geist, innen und außen. Ich möchte ihn zu Wort kommen lassen. Im 20. Jahrhundert hat er gehalten, diese Predigt über den Heiligen Geist. Er sagt, es gibt keinen Gegenstand im Wort Gottes, dem man sich meiner Meinung nach mit einer solch heiligen Ehrerbietung nähern soll, wie die Taufe im Heiligen Geist. Geliebte, mein Herz blutet jeden Tag meines Lebens, wenn ich höre, mit welcher Leichtfertigkeit die Christen über die Taufe im Heiligen Geist diskutieren. Als Mose beim brennenden Busch in der Gegenwart Gottes trat, da sagte Gott, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wie viel mehr geht das jeden an, der nach der Taufe im Heiligen Geist suchend in die Gegenwart Gottes kommt? Wenn es je unter dem Himmel irgendetwas gibt, das unsere Ehrerbietung vor allem anderen in dieser Welt verdient, dann ist es sicherlich die Taufe des Heiligen Geistes. Die Taufe im Heiligen Geist ist dem Herrn Jesus eigen. Er wird euch im Heiligen Geist und Feuer taufen. Jesus Christus, der Verherrlichte, muss seine Hand auf dich und mich legen und sein eigenes Wesen, den Ausdruck Gottes, den Grund seiner Seele, den Wert seines Geistes und das wahre Wesen Gottes selbst völlig vermitteln. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes, eine Behausung Gottes, in der Gott lebt. Bei der Taufe im Heiligen Geist kommt Gott in Person in einen Menschen, sodass der Mensch durch diese Kraft von Gott bewegt wird. Gott lebt in ihm, spricht durch ihn mittels Anstöße in seiner Seele und seines Geistes. Gott hat seine Wohnung in ihm. Du kannst Gott haben. Das ist das Wunder der Taufe im Heiligen Geist. Sie ist keine Gnadengabe. Es ist Gott, der dich besitzt. Oh, dein Herz mag so sündig gewesen sein, wie ein Menschenherz nur werden kann, aber Christus kommt zu deiner Seele und deinem Geist. Der Geist der Finsternis, der dich besaß, weicht und an seiner Stelle kommt ein neuer Geist zu deiner Seele, der Geist Christi. Sünde offenbart sich auf drei Arten, in Gedanken, in Taten und im Wesen. Errettung ist eine vollständige Verwandlung. Gott ergreift Besitz von Menschen, ändert seine Gedanken. Dadurch ändern seine Taten und sein Wesen und ändern sich seine Taten und sein Wesen wird erneuert. Ein Christ ist nicht ein verbesserter Mensch. Ein Christ ist ein erneuerter Mensch, der von Gott bewohnt wird. Das ist die Absicht und die Kraft in der Taufe im Heiligen Geist. Wenn Gott dich im Heiligen Geist tauft, so gibt er dir das größte Geschenk, das Himmel oder Erden je besaßen. Er gibt sich dir selbst. Er vereinigt dich für immer mit sich selbst in einem Geist.
Die Voraussetzung ist ein für ihm übergebenes Herz. Da gehen wir heute Nachmittag nochmal ein. Ein ihm übergebener Geist, ein ihm übergebenes Leben. Was mich so sehr berührt, ist, wenn du die Geschichte siehst, wo der Heilige Geist tief im 18., 19., 20. Jahrhundert gekommen ist, dass Leute manchmal über Monate, ja Jahre wirklich gewartet haben auf diese tiefe Begegnung und dieses Inbesitznehmen nach dem Heiligen Geist. Wir sind ja so Instant-Christen, es soll immer möglichst gleich gehen und dann wir sind gleich frustriert, wenn nicht alles gleich ist. Und ich weiß das von meiner eigenen Kindheit, wo ich gewartet auf den Heiligen Geist und immer irgendwie geschwankt habe zwischen Sehnsucht und auch, vielleicht ist es doch nicht für mich und immer so geschwankt habe. Doch es ist für uns, Christus hat einen hohen Preis bezahlt. Aber es ist es wert, es ist eine heilige Sache, dass wir auch ihn suchen da drinnen. Von dem Tag an, da ein Mensch ein Gotteskind wird, getauft im Heiligen Geist, ist es seit jeher Gottes Absicht durch Jesus Christus, dass dieser Mensch nicht mehr sich selbst, sondern eine Offenbarung Jesu sein soll. Was erwartest du von einem geistgetauften Menschen? Du hältst Ausschau nach einer Offenbarung von Gott selbst in dieser Person. Gott, der sich in ihm bewegt, der in ihm und durch ihn spricht. Gott, der seine Füße und seine Hände gebraucht. Ein Wesen, ein Mensch im Einklang mit Gott, eine Seele, ein Geist, die in Berührung mit ihm steht, ein mit Jesus vereinter Geist. Es ist nicht meine Absicht, irgendjemanden zu entmutigen oder ihn auch nur für einen Moment in Zweifel bezüglich der Echtheit der eigenen Geistestaufe zu bringen. Ich glaube, dass Gott seinen Geist durch seinen Geist viele im Heiligen Geist getauft hat. Aber Geliebte, wir haben nicht die Größe der Absicht Gottes oft erkannt. Nicht, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben, aber unser Leben und unsere Leben sind noch nicht genügend Gott übergeben worden. Wir müssen darin bleiben, geradewegs zum Thron, geradewegs zum Herzen Gottes, geradewegs in die Seele des Verherrlichten zu steigen. Die übliche Lehre, welche mein Herz in diesen Tagen bemüht ist zu bekämpfen, besagt, dass Gott komme, um den Einzelnen mit einer Gabe der Kraft zu beschenken und dass dann dieser Einzelne die Voraussetzung habe, hinauszutreten und eine gewisse Art der Kraft zu manifestieren. Nein! Gott kommt, um dich mit sich selbst zu beschenken. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus ging zum Himmel, damit so viel wie nur möglich von dem ewigen Gott in deinen Händen, deinen Füßen, deinem Gehirn ist. Mit anderen Worten, von zuunterst in deinen Fußsohlen bis zum letzten Haar oben auf deinem Kopf wird jede Zelle deines Wesens ein Wohnsitz des Geistes, des lebendigen Gottes. Der Mensch ist im wahren Sinne des Wortes eine Wohnung Gottes, das Haus Gottes, der Tempel des Allerhöchsten. Was für Kleinigkeiten behandeln doch die Streitfragen betreffs der Taufe im Heiligen Geist. Menschen debattieren über solche Kleinigkeiten, wie beispielsweise spricht ein Mensch in Zungen oder nicht. Ein kraftloses Christentum wird immer zum Unvollkommenen neigen und sich der allgemeinen Meinung anpassen. Aber ein wahres Christentum sucht danach, in Gott vollkommen gemacht zu werden, sowohl in seiner Wesensart als auch wie in den Gaben. Liebe Freunde, ich will zum Thema der Taufe im Heiligen Geist ein wenig aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich kniete in Reue und Gebet unter einem Baum, als ich 16 Jahre alt war, und Gott kam auf mich. Ich war von meinen Sünden errettet und von diesem Tag an kannte ich Jesus Christus als einen lebenden Erretter. Ich hatte keinen Moment Zweifel über die Wirklichkeit seines Kommens als Retter in meinem Leben, denn er rettete mich von meinen Sünden. Und meine Freunde sagten zu mir, du bist im Heiligen Geist jetzt getauft. Einige Zeit später, ich denke, dass ich noch nicht 20 Jahre alt war, traf ich auf einen gläubigen Farmer, Melvin Pratt, der sich auf die Handgriffe seines Pfluges setzte und mich den Gegenstand der Heiligung lehrte. Und Gott ließ mich in diese Erfahrung eintreten. Meine Freunde sagten jetzt bist du gewiss im Heiligen Geist getauft. Später in meinem Leben kam ich unter den Dienst von George G. Watson von der Christian Missionary Alliance, der mich mit mehr Klarheit und besserer Unterscheidung über die Taufe im Heiligen Geist und die Heiligung unterwies, worauf ich ein reicheres Leben und eine bessere Glaubenserfahrung trat. Eine wunderbare Salbung des Geistes war in meinem Leben.
Dann wurde in dieser Zeit der Dienst der Heilung offenbar und ich diente während 10 Jahren unter einer enormen Kraft Gottes. Hunderte von Leuten wurden in dieser 10 Jahren durch die Kraft Gottes geheilt und ich konnte ganz bewusst den Strom des Heiligen Geistes durch meine Seele und meine Hände spüren. Aber nach diesen 10 Jahren war ich, so glaube ich, der Mann mit dem größten Hunger nach Gott, den es je gab. Da war ein derartiger Hunger nach Gott, dass wenn ich meine Büros in Chicago verließ und die Straße hinunterging, meine Seele ausbrach und ich aufschrie, oh Gott! Ich erlebte, dass Menschen stehen blieben und mich verwundert ansahen. Es war ein leidenschaftliches Schmachten meiner Seele nach Gott in einem nie dagewesenen Maß. Meine Freunde hätten danach gesagt, aber Mr. Lake, Sie haben eine wunderbare Taufe im Heiligen Geist. Ja, es war soweit ganz hübsch. Aber es war keine Antwort auf den Schrei meines Herzens. Ich wuchs in einem erweiterten Verständnis von Gott und der Bedürfnis meiner eigenen Seele. Und mein Geist verlangte nach einer größeren Eingang in Gott, in seine Liebe, in seine Gegenwart und in seine Kraft. Und dann trat eines Tages ein alter Mann in mein Büro und setzte sich. Und in den folgenden halben Stunde offenbarte er mir mehr Erkenntnis von Gott, als ich je zuvor über ihn gekannt hatte. Als er ging, sagte ich, Gott segne dieses alte graue Haupt. Dieser Mann weiß mehr von Gott als jeder Mensch, den ich bisher traf. Wenn die Taufe im Heiligen Geist mit Zungen dies auszurichten vermag, so werde ich es durch die Gnade Gottes besitzen, welch ein Wunder Gottes war da meiner Seele offenbar worden. Ich begab mich für 9 Monate ins Gebet und Fasten und Warten auf Gott. Und dann kam eines Tages die Herrlichkeit Gottes in einer so neuen Bezeugung, einer neuen Erfüllung in mein Leben. Als dies außergewöhnliche Erlebnis Geschehnis vorbei war, blieb seine Herrlichkeit in meiner Seele. Und ich fand, dass sich in meinem Leben verschiedenste Gebiete der Geistesgaben kundtaten. Ich sprach in Zungen durch die Kraft Gottes. Gott durchströmte mich mit einer neuen Kraft. Heilungen geschahen kraftvoller. Oh, Gott lebte in mir. Gott tat sich in mir kund. Gott sprach durch mich. Mein Geist war göttlich gemacht worden. Ich hatte ein neues Verständnis vom Willen Gottes, eine neue tiefe Einsicht des Geistes, eine neue Offenbarung Gottes in mir. Dann offenbarte sich ein neues Wunder. Mein Wesen wurde derart empfindlich gemacht, dass ich meine Hände auf irgendeinen Mann oder eine Frau legen und sagen konnte, welches Organ erkrankt war, in welchem Ausmaß es erkrankt war, ja überhaupt alles darüber sagen konnte. Ich prüfte diese Gabe. Ich ging in Spitäler, wo Ärzte bei gewissen Fällen keine Diagnose stellen konnten, berührte einen Patienten und augenblicklich wusste ich, welches Organ erkrankt war, den Zustand, die genaue Lage des Organs sowie das Ausmaß der Erkrankheit. Dann eines Tages verschwand dies wieder. Ein Kind spielt mit seinem Spielzeug und seine Freude daran ist so groß, dass es manchmal das Essen vergisst. Wirst du in Zungen sprechen, wenn du im Heiligen Geist getauft wirst? Ja, das wirst du, wenn du das normale Maß der Taufe erhalten hast. Aber du wirst noch eine gewaltige Menge mehr tun als das. Preis dem Herrn. Du wirst mit der Seele von Jesus Christus sprechen, du wirst mit dem Herzen den Sohn Gottes fühlen, dein Puls wird mit einem himmlischen Verlangen schlagen, die Welt zu segnen, denn es ist der Puls Jesu, der in deiner Seele klopft. Und ich glaube nicht, dass auch nur die kleinste Spur der Neigung in deinem Herzen zu finden sein wird, dich zu einem anderen Gotteskind zu wenden und zu sagen, du bist nicht in der gleichen Klasse wie ich, ich bin im Heiligen Geist getauft. Das ist dem Geist Gottes und dem Sohn Gottes so entfernt wie Nacht von Tag. Geliebte, wenn ihr im Heiligen Geist getauft seid, wird eine so tiefe Sanftmut in eure Seele sein, dass ihr niemals mit einer einzigen Unterstellung des Streben eines anderen Herzens zertreten werdet. Vielmehr wird eure Seele in Liebe klopfen, schlagen und pulsieren. Und euer Herz wird unter dem einen stehen, den anderen zu Gott emporzuheben und ihn so weit in die Herrlichkeit zu bringen, wie ihn euer Glaube hinzusenden vermag. Ich möchte mit der großmöglichsten Freimütigkeit zu euch reden und euch sagen, dass die Zungenrede für mich der Ursprung meines ganzen Dienstes ist. Es ist die besondere Gemeinschaft mit Gott, wo Gott meiner Seele die Wahrheit offenbart, die ich Tag für Tag in meinem Dienst zu euch spreche. Aber diese Zeit der Gemeinschaft mit mir ist meistens in der Nacht. Oftmals klettere ich aus dem Bett, nehme mein Schraubzeug und einen Notizblock und schreibe die wunderbaren Sachen vor Gott nieder, die herrlichen Dinge Gottes, die in meinem Geist ausspricht, in meinem Herzen offenbart. Der Geist des Menschen hat eine Stimme. Habt ihr das erfasst? Der Geist des Menschen hat eine Stimme. Das Wirken Gottes in deinem Geist bringt deinen Geist dazu, mit der Stimme Gottes zu reden.
Wir waren von dem Wirken Gottes vollkommen in Beschlag ergriffen. Gott hat von uns Besitz ergriffen. Im Jahre 1908 predigte ich in Pretoria in Südafrika. Eines Nachts kam Gott mit einer derartigen Kraft über mein Leben, mit derartigen Strömen der Herrlichkeit und Kraft, dass es wie elektrische Ströme aus meinen Händen floss. Ich konnte mit meinen Fingern auf einen Menschen zeigen und dieser Strom traf ihn. Als ein Mann die Versammlung unterbrach, zeigte ich mit dem Finger auf ihn und sprach einfach: Setzen Sie sich. Er fiel wie geschlagen zu Boden und blieb während 3 Stunden liegen. Als er sich wieder erholt hatte, wurde er gefragt, was geschehen sei, und er sagte: Es traf mich irgendwas, das geradewegs durch mich hindurchging. Ich dachte, ich sei erschossen worden. Morgens um 2 Uhr diente ich 65 Kranken, die noch anwesend waren. Die Ströme Gottes, die durch meine Hände flossen, waren so kräftig, dass die Leute umfielen, sobald sie davon getroffen wurden. Ich machte mir Sorgen, als sie mit solcher Heftigkeit hinfielen, und der Geist sprach: Du brauchst ihnen deine Hände nicht aufzulegen. Halte deine Hände in einer gewissen Entfernung zurück. Und als ich meine Hände etwa 30 Zentimeter Entfernung von ihrem Kopf hinhielt, brachen sie zusammen einfach und sanken langsam zu Boden. So süß vom Heiligen Geist. Sie wurden nahezu alle geheilt. Das war nur die äußere Erscheinung, das, was die Leute sehen konnten. Aber Geliebte, irgendetwas wurde aus meinem Herzen bekannt, das meine Seele wie die Seele Jesu machte. Oder war eine Sanftmut, eine neugeborene Sanftmut Gottes, die so wunderbar war, dass mein Herz weit wurde und schrie und weinte über Menschen, die in Sünde waren. Ich konnte sie in meine Arme schließen und lieben, und Jesus Christus floss aus mir heraus und befreite sie. Als ein Prediger, der gesündigt hatte, mich ansah, wurde er niedergeworfen und wurde gerettet, im Heiligen Geist getauft und bewegte nachher das ganze Land mit seiner Botschaft der Liebe. Innerhalb von 18 Monaten ließen Gott hunderte Gemeinden im Land entstehen. Die meisten von denjenigen, welche diese 100 Gemeinden bildeten, waren vor meinen eigenen Augen geheilt oder im Heiligen Geist getauft worden, während ich predigte oder betete. Ich fuhr mit dem Dienst der Heilung fort, bis ich Tausende und Abertausende gesehen hatte, die geheilt worden waren. Aber die ganze Zeit hinweg fuhr mein Herz fort zu sagen: oh Gott, lass mich dich besser kennen. Ich will dich. Auch mein Herz verlangt nach dir, meinem Gott. Da war ein Schrei nach einem größeren Bewusstsein Gottes in meiner Seele, ein Sehnen nach Christi eigenem Leben und seiner Liebe. Ich werde niemals vergessen, als ich die ersten 6 Monate in Spokane war und der Herr den Schrei meines Herzens befriedigte. Gott kam in mich. Mein Verstand wurde geöffnet und mein Geist verstand von Neuem. Ich war fähig, von Gott zu erzählen und aus dem Herzen von Gott zu sprechen, wie ich es vorher nie gekannt habe. Gott erlangt eine neue Tiefe in meinem Geist und enthüllte neue Möglichkeiten Gottes. Deshalb, Geliebte, betet euch durch. Deshalb, Geliebte, betet eure Gemeinden durch, betet für eure Arbeit. Oh, Gott wird kommen. Gott wird mit einer größeren Kraft kommen, als es eure Augen jemals gesehen haben. Gott wird mit Wogen von himmlischer Liebe und Sanftmut kommen und preist dem Herrn. Euer Herz wird in ihm und mit ihm befriedigt werden. Wie könnt ihr ihn erlangen? Oh, ich würde meine Seele preisgeben. Ich würde meine Seele Gott ausliefern. Ich würde die Selbstsucht und der Welt ablegen. Wenn ein Mensch in Jesus Christus eintritt, so tritt er in ein erneuertes Leben. Vater, ich möchte dieses Zeugnis freisetzen in unserem Land. Wir bekennen dir, dass wir solche Leute sind, die gern Dinge abhaken. Und sagen: Jetzt bin ich sicher, jetzt habe ich es oder ich habe es nicht, und finden da unsere Sicherheit. Aber du bist ein offenbarender Gott und es geht tiefer und tiefer und tiefer. Danke, dass es nicht hinterfragt, was du in uns schon getan hast. Aber sehen wir weltweit und auch hier in Deutschland, da merken wir, dass du viel Tieferes vorhast. Viel tiefere Angebote hast. Und dass unsere Predigt, auch was wir verkünden, sich verändern muss auf deinen Standard.
Herr, du hast in mich Teenager war, wo ich diese Geschichten gelesen und gelesen habe, einen ewigen geistlichen Samen in mich reingelegt, wo ich wusste, ich kann nicht ohne das Leben, das genau das ist, wofür ich gemacht bin. Und egal, wie die Reise ist, egal, wie lang das dauert, wie lang ich unterwegs bin, tiefer und tiefer, ich dich kennenlernen durfte und jeder hier ein Zeugnis hat, auch mit dir, Gott, mit dir, Heiliger Geist. Komm an den tiefen Schrei und die Sehnsucht unseres Herzens, den kein Dienst, keine Arbeit befriedigen kann, als nur du selbst. Wir ehren dich, Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist hier. Ich empfinde einfach, dass er sich extrem freut und einfach nur da ist. Lass uns einfach seine Gegenwart sitzen. Ich sehe wirklich die Landkarte von Deutschland und ich empfinde wirklich, der Herr ist sehr stark hier, auch für uns persönlich und unserem Leben. Aber während wir einfach nur sind, geht er wie unter die Erde ganz tief und wie Scheolorte und Räume werden wirklich wie geöffnet, wo wir nicht hinkommen könnten mit eigenem Verstandeskraft oder nur allem Wissen, was wir haben, auch in Dingen im Geist. Und der Herr durchdringt alles. Komm, Herr, in die Tiefen unseres Seins. Erlöse diesen Erdboden, auch unser persönliches Land, unsere Geschichte, unsere Familie. Komm auf dieses Land tief. Danke, Herr. Ja, danke, Herr, dass du in uns diesen Hunger nach mehr wächst, nach mehr von dir, von deiner Gegenwart in unserem Leben. Danke, dass du der bist, der unseren Hunger nach Durst und Durst nach Leben stillt. Und danke, dass du auch unser Versorger bist in allen Dingen, dass du auch jetzt die Mittagszeit segnest, dass wir an dir dranbleiben, dass du die Gemeinschaft segnest, die Gespräche und auch das Essen. Amen.